So, und da sind wir wieder. Ich muss mal eben nachschauen. Unten war das, glaube ich. Genau, auf der anderen Seite wollten wir ja jetzt mit der Hauptgeschichte weitermachen. Und das werde ich auch tun. Ich hoffe, dass ich mich da nicht wieder umziehen muss. Lara, Lara, sonst haben wir ein Problem. So, mal eben schauen. Wo sind wir denn hier? Kann ich nicht von hier oben ins Wasser springen oder so? Nee, das kann ich natürlich nicht. So. Ich habe wie immer jegliche Orientierung verloren, aber ich versuche trotzdem auf dem schnellsten Weg hinzukommen. Wieso bin ich denn jetzt eigentlich direkt schon... Ach so, war das so nah? Okay. Ja gut. Soll nicht mein Schaden sein. Jungs, ich muss hier geradeaus irgendwo durch. Ist das schon hier? Moment. Das ist schon hier, okay. Ja, du mich auch. Muss ich jetzt mit dir reden oder so? Tut mir leid. Niemand darf passieren. Och, ist nicht euer Ernst. Schlangenwache-Outfit. Ich hab's geahnt. Ihr seid so blöde Arschlöcher, ehrlich. Oh. Also laufen wir noch mal zurück. Und ziehen uns wieder um. Schlangenwache-Outfit. Ich meine, das müsste das Grüne sein, was ich jetzt angehabt habe. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Wobei ich eigentlich dachte, das wäre das andere, das davor. Naja, zum Glück ist der Weg nicht ganz so weit. Geht mal aus dem Weg hier bitte. Ich kann gerade nicht stoppen. Ja. Ja, dann geh auch da hoch, Mensch. Ich habe gerade keine gute Laune, weil ich mich doch wieder umziehen muss. Hast du die Lücke hier? Du hast die Lücke, okay. Och, das ist doch auch dämlich, ehrlich. Ich werde einfach nur noch die Sachen anlassen, die ich für die Abschnitte brauche und dann ist gut. Was natürlich trotzdem irgendwie blöd ist, weil man möchte ja eigentlich das haben, was einen am besten schützt, aber das darf ich ja nicht anziehen. So, Schlangenwache. Zack. Ja, es ist natürlich das Grüne. Es war so klar. Ach komm. Leck mich doch am Arsch, ehrlich. Es macht dann irgendwie schon so ein bisschen die Laune weg. Ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist ein schönes Outfit. Kann man nicht anders sagen. Läufst du auch mal, wenn ich den Knopf gedrückt halte? Ach so, Moment. So, da bin ich jetzt gerade. Was? Ah ne, hier ist nur eine Treppe. Nicht ins Wasser springen, Lara. Das machen wir später. Erstmal musst du dich unter den Feinden, unter die Feinde mischen. Was war denn das nochmal? Ach so, das war das versteckte Messer. Ja, das habe ich ja immer noch nicht bekommen. Warum auch immer. Guten Tag, ich bin einer von euch. Wieso kann ich eigentlich nicht gehen? Ach so, doch, wenn ich so ganz langsam... Okay. Guten Tag. Du solltest wachsam sein, Au. Der Aufstand ist beendet, aber sie sind noch da. Allein bist du ein Ziel. Bis jetzt bin ich mit jedem Rebellen klargekommen, den ich getroffen habe. Ha, schön gesagt. Aber gegen uns haben sie keine Chance. Obwohl sie wie Dämonen kämpfen. Es geht um ihr Überleben. Ja. Und deins auch. Also man sollte dich jetzt auch nicht unterschätzen. Das ist gar nichts zum... So viele Gefallene. Viel mehr Rebellen als Kultisten. Eieiei. Und alle sind sie unsere Freunde. Welchen Intugul?
Minano Nukolov, Malov, Yetel Mishutskan Sanilobi, Tsokili Uhet, Tantike. Bailey kun Uchulo. Hachwahel umbinton utzil waminan kukulkantik wignalone? Lasst mich mal durch, bitte. Danke. Sonst würdet ihr auch ein Messer von mir in den Rücken gerammt bekommen. Denny, gib mir Sach. Inka. Ma, utzkan wantalis. Oh mein Gott, ich glaube, hier war gerade was zum Graben, so mitten in der Blutlache oder so. Ach nee, das ist nur so am... Eieiei. Aus dem Weg, du Blödmann. Ich konnte ihn leider nicht umlaufen. Das beschreibt etwas in der Nähe. Sie stehen Rücken an Rücken, zwei Waffenbrüder. Ich liege zu Füßen desjenigen, der die beschattete Schlange beobachtet. Zwei Waffenbrüder? Damit können nur die da hinten gemeint sein. Nein, mal Spaß beiseite. Wir müssen... Wir müssen wahrscheinlich hier oben hin. Das ist ein grünes Ziel? Ja, es ist aber nicht das Ziel, wo wir hin müssen. Ah, hier ist ein Lagerfeuer. Das ist schon mal gut. Dominguez hat Unuratu. Und an den gefangenen Rebellen wird ein Exempel statuiert. Ja, das stimmt. Was für ein Chaos. Das hast du gut gesehen, Lara. Verkürzt die zweite Zeit. Ja, ich schätze, das werden wir wohl bald dringend gebrauchen. Deswegen setze ich das jetzt auch mal mit rein. Gut, dann haben wir schon mal ein neues Lagerfeuer gefunden. Das ist immer gut und immer wichtig. Eieiei, wenn man so... Moment, jetzt laufe ich wieder zurück. Warum laufe ich denn wieder zurück? Lara, bist du denn dappig? Was bist du eigentlich? Du bist nichts zum Lesen, ne? Okay. Geh mir aus dem Weg, du großkotziges Etwas. Oh, das ist großartig. Ja, finde ich auch. Irgendwie ähnelt mir diese Statue. Oder? Ja, wir gehen jetzt aber auch erstmal nach oben. Entschuldigung. Lara, deine Verkleidung ist gut. Ich kenne die Parole für das Gefängnis, in dem meine Mutter sitzt. Unschuldsaugen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Verstanden. Wir holen sie raus, Edsley. Da ist noch etwas. Hakan wurde ergriffen. Alle unsere Rebellen müssen uns im Kampf unterstützen. Der Vater meiner Freundin Kayara. Mal sehen, was ich tun kann. Wenn er geopfert wird, ich... Dann weißt du nicht, wie du das deiner Freundin erklären sollst. Das habe ich schon verstanden. Ja, da kommt noch was. Haben wir hier unten noch irgendwas? Nee, ne? Okay. Dann gucken wir aber hier draußen noch mal kurz, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Klauen wir denen einfach mal das Leder. Die brauchen das eh nicht mehr. So. Ich finde, das ist eine sehr fäkalienlastige Sprache. Da habe ich noch was gesehen, ganz hinten in der Ecke. Etwas, was Punkte bringt, glaube ich, oder? Nee? Keine Punkte? Was habe ich denn bekommen? So,
Da haben wir noch was, was sich vor mir versteckt. Was ist mit diesen Töpfen? Es ist immer ein bisschen blöd, die zu erkennen. Ich habe doch hier gerade noch was gesehen. Da. Eine geschnitzte Replika eines modernen Gewehrs. Ah, okay. Gut, dann würde ich sagen, können wir eigentlich auch, oder? Du da, Mädchen, geh weg von der Tür. Dein Rebellenvater wird für sein Handeln sterben. Papa, ich liebe dich. Das muss Kayara sein, das Mädchen, das Ezli meinte. Dann ist Hakan in dieser Zelle. Ich muss ihn irgendwie rausholen. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ich kann nirgendwo hin. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn sie sehen, wie ihre Bestrafung aussieht. Es tut mir leid, Ahu. Bitte tu mir nichts. Ich wollte nur meinem Vater Lebewohl sagen. Ich werde dir nichts tun, Kayara. Ich gehöre zur Rebellion. Woher kennst du meinen Namen? Dein Freund Ezli meinte, ich soll dir helfen. Oh, wirklich? Ja. Sag mir doch einfach, was passiert ist. Mein Vater gibt Kukulkan die Schuld an Mutters Tod. Ich sagte, nichts bringt sie zurück, aber er wollte nicht hören. Er wollte Kukulkan töten und jetzt wird er sterben und ich habe niemanden mehr. Hey, es wird schon wieder, Kleine. Vielleicht kann ich helfen. Wirklich? Hier sind noch andere Rebellen. Sie wollen auch helfen, aber sie haben zu viel Angst. Vielleicht kannst du sie überzeugen. Ich werde mein Bestes tun, Kayara. Versprochen. Sie werden dir deinen Vater nicht nehmen. Danke, Ahu. Nenn mich Lara. Aber sicher, das. Wir werden einfach mal alle vielleicht anquatschen. Vielleicht geben die Rebellen auf, wenn... Traurig, dass ein Mädchen heute zur Waise wird. Aber vielleicht sendet diese Hinrichtung ja genau die richtige Botschaft. Die Rebellen bedrohen die Harmonie von Paititi. Manche denken, diese Harmonie gibt es nur hier bei uns in der Oberstadt. Bei allem Respekt, Ao. Ich habe mein Leben doch nicht selbst gewählt. Es war ein Geschenk der Götter. Jedes Leben ist ein Geschenk. Genau. Ganz ruhig, ich bin eine Freundin von Unuratu. Ich will den Gefangenen befreien und ich brauche deine Hilfe. Natürlich, aber die Wachen töten uns sofort. Kümmere dich erst um sie, dann helfe ich dir. Um die Wachen, okay. Ich will den Gefangenen sehen. Bei allem Respekt, Ao. Kukulkan selbst hat seine Hinrichtung angeordnet. Und du solltest zu deiner eigenen Sicherheit den Platz verlassen. Habt ihr gesehen, wer da hinten ist? Der ist aber süß. Oh, der könnte mir direkt ein paar Federn geben. Oh, was ist das? Ah, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Okay. Ist da auch eins? Da ist auch eins. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal die Wachen wegkriegen. Entschuldigung. Ich will den Gefangenen befreien. Ich brauche aber Hilfe. Du musst Ishik sein, von der Unuratu sprach. Wenn es sicher ist, helfe ich, die Tür zu öffnen. Okay, das ist sehr gut. Sei gesegnet, Ao. Genießt du die Hinrichtungen? Die Hinrichtungen? Natürlich, aber du musst jetzt das Gebet einstellen. Okay. Vergib mir, Ao, aber bist du nicht besorgt? Besorgt? Weswegen? Kukulkan hat in letzter Zeit so viele Leute zum Opfern geholt. Nicht nur Rebellen, dass ich... Naja... Du glaubst, hier gibt es zu viel Tod? Ich weiß, die Götter müssen bezahlt werden, damit die Sonne nicht stirbt, aber... Mach dir keine Sorgen. Die Todeswelle ist bald zu Ende. Vertrau mir. Ja. Was ist der, mit dem wir eben schon gesprochen haben? Spielst du für einen Boten der Götter deine Instrumente? Es wäre uns eine Ehre, Ao. Yeah. Musik auch noch? Findet diese Hinrichtung die jemals kommen? Statt? Komm schon. Sorgen wir dafür, dass alle ruhig bleiben. Okay, dann hilft mir doch mal jemand hier. Los. Ach, das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe.
Ja, warum kommt der denn nicht? Ich denke, der wollte mir helfen. Hallo. Okay, die Wachen sind weg. Dann müssen wir jetzt los. Komm, Nacktpopöchen, komm mit mir mit. Das ist zu schwer. Ich brauche Hilfe. Du hast doch Hilfe. Das klappt nicht. Beide Hebel müssen offen gehalten werden, damit ich reinkomme. Ich brauche Hilfe. Och, das auch noch. Moment. Der wollte mir helfen, glaube ich, ne? Bist du noch dabei? Sobald die Wachen weg sind, weiß ich, was zu tun ist. Oh, ist nicht dein Ernst. Komm jetzt wieder? Oh. Was war mit dem hier? Die Rebellen behaupten, dass sie Paititi vereinen wollen. Aber meinst du nicht, dass uns diese Kämpfe nicht noch weiter auseinanderbringen? Nein, meine ich nicht. Geh weg. Hallo? Bist du da hoch? Musiker, erfreue uns alle mit dem Klang deiner Instrumente. Aber Ao, das ist verboten, während die Hinrichtungen vorbereitet werden. Hallo? Willst du mich verarschen? Du hast das doch gerade auch schon gemacht. Musiker, ein Lied bitte. Aber Ao, das ist verboten, während die Zeremonie abgehalten wird. Du Vollidiot, du hast doch gerade schon ein Lied gemacht. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier nur einen Versuch habe. Genug gebetet für den Moment. Ach, bitte so. Blas ins Horn. Natürlich. Ist nicht dein Ernst jetzt? Muss ich da jetzt eine Kettenreaktion machen? Würdest du jetzt spielen, wie verlangt? Warum hat der Diener ins Horn geblasen? Es gibt bestimmt einen Grund, aber bleib trotzdem wachsam. Wieso läuft die jetzt immer rückwärts? So, geht weg da, los. Musik willst du noch immer noch helfen? Hinrichtung jemals ja, statt? Sobald die Wachen weg sind. Sorgen wir dafür, und dass die alle sind jetzt ruhig weg, komm. Die Wachen sind weg. Wir müssen diesmal schneller sein. Los! Es ist sicher. Hilf mir mit der Tür. Ja, wir müssen los. Ja, dann kommt, Leute. Los, zack, zack. Das müsste klappen. Kommt, meine Sklaven. Macht, was ich sage. Der Weg ist frei. Juhu, danke schön. Was willst du, Priester? Keine Sorge, ich bin eine Freundin. Ich habe keine Freunde, die aussehen wie du. Vertrau mir. Ich bin ein Wolf im Schafspelz. Deine Tochter wartet. Kannst du gehen? Ein Wolf im Schafspelz. Das verdammt. Kayara, geh! Bring dich in Sicherheit. Ich finde dich. Ja, da würde ich sagen, entweder müssen wir ich finde einen Weg klettern raus. Jetzt oder wir müssen uns raushauen. Du bist die Fremde, die bei Unurato in der Unterstadt war. Und war es nicht so, dass dir gesagt wurde, du sollst Kukulkan nicht nachstellen? Ich war dumm und unvorsichtig. Blind vor Rache. Ja, die Männer, so sind sie mal. Hier durch. Bleib bei mir. Das ist die alte Kaserne. Hier lang. Hallo, du sollst bei mir bleiben. Das heißt, ich habe das Sagen und ich gehe vor. Hallo. Der Ausgang ist blockiert. Ja, das hast du jetzt davon. Ich hoffe weiter. Gemeinsam können wir den Stein verschieben. Danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Du hast geholfen. Nicht den. Den Weg zu dem, was wichtig ist. Meiner Tochter. Hier, dieses Messer gehörte meiner Frau. Ich wollte Kukulkan damit töten. Ich brauche es nicht mehr. Yes! Ich habe ein verstärktes Messer. Ist das geil. Oh, dabei schlägt sich schon meine Stimme. Das sieht man jetzt hier gar nicht, oder? Nee, sieht man hier nicht. Aber scheiß drauf, ich habe endlich ein verstärktes Messer. Papa. Oh, Kayara. Ja, mach das doch direkt schon, so voll ich würde dich öffentlich. Nie wiedersehen, Papa. Es tut mir so leid, mein süßes Kind. Lass dich ansehen. Ich verspreche, dich nie wieder zu verlassen. Komm, gehen wir nach Hause. Gib keine Versprechen, die du nicht halten kannst. So, also, die Mission ist abgeschlossen. Wir müssen uns gleich nach rechts bewegen. Oh, hallo.
Zwei Gräber. Danke, dass Sie das Herz der Schlange gekauft haben. Eine neue Mission erwartet Sie in Paltiki. Versetzen Sie dem Herzen der Schlange einen direkten Schlag. Sie können im Nebenmission... Achso, das ist Nebenmission. Oh, okay. Juhu! Das wollte ich nicht drücken, aber ist egal. So, schräg geradeaus. Du darfst gerne weitermachen, weil es wird gefeiert. Juhu! Aber ich dachte eigentlich, es wäre die Hauptmission gewesen. Muss ich mit dir noch mal reden? Kann ich mit dir noch mal reden? Nee, ich glaube nicht. So, wir sind jetzt wieder auf der anderen Seite. Ach so, da muss ich noch rein, oder? Oder? Mal eben gucken. Doch, das sieht so aus. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Ach, ihr Idioten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Okay. Quetsch dich mal durch, Lara. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weitertreiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben, er ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onorato, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Hm? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult? Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück. Aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez. Hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du
hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde.